Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatendrang. Die heutige Podcast-Episode ist ein Live auf Instagram gewesen, in dem ich ja so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte von Empower Me spreche und ja, warum ich diese einzelnen Module eben so aneinander gefügt habe und wie auch meine eigene Reise war, als ich in so ein erstes Coaching gestartet bin. Und ja, darüber habe ich in diesem Insta-Live gesprochen. Und ich dachte, es wäre mal ganz spannend, das auch hier im Podcast zur Verfügung zu stellen. Ja, vielleicht vorneweg auch noch die Info für dich. In ja, ein bisschen weniger als eine Woche, am 16. Januar, startet die Empower-Me-Reise wieder als Gruppenprogramm. Und ich spreche auch im Live gleich, beziehungsweise im Podcast mit dir über die einzelnen Module. Und wenn du da merkst, hey, dieses Programm spricht mich total an, ich habe auch so einen Wunsch, einen Traum, einen Gedanke, einfach ein nächster Karriereschritt, den ich gehen möchte und dabei wünsche ich mir Unterstützung, dann melde dich gerne noch bei mir. Wir können gerne noch einen Termin für ein Kennenlernen vereinbaren. Jetzt heute, am Mittwoch, wo die Podcast-Folge online geht oder auch morgen am Donnerstag. Oder vielleicht auch noch ganz kurzfristig am Montag können wir gerne noch ein Kennenlernen vereinbaren. Und ja, ich würde mich einfach so freuen, wenn du einfach für dich, für deine Ziele losgehst. Und ich erzähle es ja auch gleich in der Podcast-Episode. Aber für mich war zum Beispiel ein Thema, was ich in den ersten Coaching-Prozess mit reingegeben habe, dass ich überhaupt Klarheit erst bekomme. Wohin darf der Weg für mich gehen? Und möchte ich überhaupt in der Selbstständigkeit? Und ja, ich meine, heute, wenn du drauf schaust, wo ich jetzt stehe und was ich alles so mache, dann ist, glaube ich, die Entscheidung oder auch die nächsten Schritte und wie ich vorgegangen bin, sind dann mehr oder weniger klar, denn ich habe mich dafür entschieden, ich gehe los und ich starte diese Selbstständigkeit. Und ja, aber wenn du merkst, hey, ich habe da auch so ein Thema, ich brauche da mehr Klarheit und möchte einfach auch mehr in meine Kraft kommen, möchte Grenzen setzen, ich möchte selbstbewusster sein und einfach mehr bei mir ankommen, dann glaube ich, ist Empower Me genau das richtige Programm für dich. Melde dich gerne an, sei dabei. Wir arbeiten über 4 Monate zusammen und ich glaube, du kannst dir nicht vorstellen, was in diesen 4 Monaten wirklich möglich wird. Auch wenn du dazu noch ein paar Einblicke möchtest, was für meine Kundinnen und Kunden möglich wurde, dann kannst du gerne in einzelne Podcast-Episoden reinhören mit der Katja, mit der Johanna, mit der Melina oder auch mit der Denise oder auch mit der Anne. Die geben, glaube ich, gute Einblicke, wie dieses Programm war, was sie daraus mitgenommen haben, was dadurch für sie möglich wurde. Und du kannst auch gerne auf meiner Homepage vorbeischauen, da findest du das alles nochmal in Textform, wie es ist, mit mir zu arbeiten. Und ja, ich würde mich einfach so freuen, wenn du für dich losgehst und dein Leben in die Hand nimmst und voll und ganz in deine Kraft kommst. Ich glaube, das ist das Beste, was du für dich und auch für die Welt tun kannst. Und jetzt viel Spaß beim Insta-Live. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatendrang, dein Digital Leadership Podcast. Unsere Arbeitswelt ist in einer massiven Umbruchphase. Fortschreitende Digitalisierung, schnellere Veränderungen und der zunehmende Fachkräftemangel stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Mein Name ist Julia Schleid und ich zeige dir, wie du in diesem wandelnden Umfeld als Unternehmen und als Führungskraft erfolgreich sein kannst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang umzusetzen. Hi und herzlich willkommen zu diesem Live-Video, in dem ich mit dir darüber sprechen möchte, wie eigentlich mein Empower-Me-Programm entstanden ist. Wenn du möchtest, kannst du natürlich gerne jederzeit kommentieren, deine Fragen stellen, da werde ich immer mal wieder reinschauen. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass du einfach schon im Feierabend bist. Ich sitze ja auch schon im Kuschelpulli auf der Couch und möchte mit dir einfach darüber sprechen, wie ist Empower Me entstanden? Was hat dieses Programm in mir bewirkt? Was wurde für mich dadurch möglich? Und was wird dadurch vielleicht auch für dich möglich? Und dazu möchte ich mit dir so eine kleine Zeitreise machen und mal zurückspulen in so, ja, ich würde sagen, das Jahr
2018, 2019 ist, glaube ich, so ein guter Zeitpunkt. Und zu dem Zeitpunkt war dieser Gedanke, dieser Traum, irgendwann mal in Richtung Selbstständigkeit zu gehen, so mein eigenes Unternehmen zu gründen, ehrlicherweise schon sehr ausgereift. Ich kann dir nicht sagen, wo ich den aufgeschnappt habe oder woher der kommt. Ich kann dir nur sagen, dass dieser Gedanke schon echt eine ganze Zeit vorhanden war und ich ihm auch Raum gegeben habe. Lange Zeit, über, ja, man kann schon fast sagen Jahre, habe ich immer mit offenen Augen, bin ich durch die Welt gegangen und habe einfach darauf geachtet, so wer erzählt mir von dem Thema Selbstständigkeit, wer begegnet mir von, aus dem Bereich, den ich mir vorstellen kann, als Selbstständigkeit zu starten. Und wenn das so war, dann bin ich auf diese Leute ganz gezielt zugegangen. Das waren Online-Sessions, das waren Netzwerkveranstaltungen und habe mit diesen Menschen gesprochen. Und dadurch wurde dieser Traum und dieses Ziel irgendwie fassbarer. Ich habe es einfach näher an mich rangeholt. Und gleichzeitig habe ich es immer noch nicht für mich möglich gehalten. Weil du darfst dir vorstellen, ich komme aus einem Umfeld und auch ja einfach familiär geprägt. Da war ich die Erste, die überhaupt Abi gemacht hat und die danach auch studiert hat. Und deshalb war dann auch dieses Thema Unternehmertum, ein eigenes Unternehmen zu gründen, war zu dem Zeitpunkt einfach noch sehr, sehr weit weg. Und ja, vielleicht geht es dir ja ähnlich, wenn du so einen Traum oder so ein Ziel hast, dass so dieser erste Moment, sich damit zu beschäftigen, ist ganz oft mit Gedanken, mit Ängsten und mit auch diesem, ich erlaube es mir noch gar nicht, diesem Traum oder ja, diesem Ziel Raum zu geben, verbunden. Und so war es bei mir auch, ehrlicherweise. Und so im Jahr 2018, 2019 habe ich diesen Raum, also diesen Gedanken einfach mal mehr Raum gegeben. Ich habe so gemerkt, okay, es nimmt immer mehr zu, es wird immer größer und ich denke immer mehr darüber nach und teilweise auch konkreter und auch so, wie könnte es klappen und in welche Richtung und gleichzeitig aber auch immer so, will ich das überhaupt? Ist das nicht vielleicht zu weit gedacht? Will ich wieder zu viel? Jetzt wieder was Neues? Ich bin doch gerade erst in den Job gestartet. You name it. Du kannst dir vorstellen, wie einen das beschäftigen kann. Und ja, dann so Ende 2018 habe ich mir eben überlegt, dann wirklich konkreter mich mit dem Thema zu beschäftigen und mich in diesen Entscheidungsprozess zu begeben, will ich in die Selbstständigkeit oder will ich es eben nicht? Und das war das Thema, was ich in einen ersten Coaching-Prozess eben mit reingegeben habe. Und in diesem ersten Coaching habe ich mir ganz unterschiedliche Dinge angeschaut. Ich habe mir erstmal meinen Status quo angeschaut. Wo stehe ich gerade eigentlich? Mit welchen Dingen in meinem Leben bin ich mega happy? Welche Dinge machen mir mega Spaß? Und wo gibt es aber Themen und Bereiche, in denen ich noch nicht so glücklich bin? Und dann habe ich mir natürlich auch angeschaut, was bringe ich selbst eigentlich mit? Was kann ich schon gut? Welche Interessen habe ich? Mit welchen Dingen könnte ich mich von morgens bis abends beschäftigen? Und auch, wie schauen eigentlich andere Menschen auf mich? Und da wurde schon ganz konkret, welche Themen sich eigentlich ganz gut eignen würden für so eine Selbstständigkeit. Und dann kickt meistens Angst und Panik rein. Und so war es auch bei mir. Und vor allem auch Glaubenssätze, die ja dafür gesorgt haben, dass ich mir das zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so richtig zugetraut habe. Die mich beschäftigt haben, die mich irgendwie klein gehalten haben, die mich zurückhalten haben lassen. Und dann habe ich mir meine Vergangenheit angeschaut in diesem Coaching-Prozess und habe wirklich geschaut, wann gab es Momente, die mich ja emotional belastet haben, die mich beschäftigen, die immer noch in mir arbeiten, die dafür sorgen, dass ich ja in gewissen Bereichen einfach noch ängstlich und unsicher durch die Welt gehe, wo ich noch die Überzeugung habe, dass ich noch nicht so weit bin, dass ich nicht dazugehöre, dass ich nicht gut genug bin, um das zu starten. Und das habe ich mir angeschaut und habe die Glaubenssätze aufgelöst und habe positive Überzeugungen gefunden, die mich stärken und die mich ja
wirklich auch in Stolz und Kraft aufgeben lassen, die mich auch unterstützen bei meinen Zielen und bei dem, was ich gerne erreichen möchte. Und dann war auch ein Teil, dass ich in einen Vergebungsprozess gegangen bin gegenüber Partnerschaften, die zu Ende gegangen sind, gegenüber Menschen, die mich in gewisser Weise einfach klein gehalten haben, die nicht an meine Träume geglaubt haben, nicht an meine Ziele, die mich dabei vielleicht auch nicht unterstützt haben, die mir eher Schranken aufgezeigt haben, aber auch ja einfach gegenüber meinen Eltern. Und da auch zu sehen, hey, da gab es auch Themen, die mich einfach verletzt haben und vielleicht auch da wieder dafür gesorgt haben, dass ich noch nicht so sehr an mich geglaubt habe. Und das war ein wahnsinniger Befreiungsschlag, sich diese Themen anzuschauen und loszulassen. Und ich spreche immer von, wenn ich mit meinen Kunden spreche, dann spreche ich immer ganz gerne von so unsichtbaren Gummibändern, die dich so zurückziehen, die dich so in diesem Alten, in dieser Vergangenheit halten lassen. Und das muss nicht immer nur die Familie sein, das können auch prägende Erfahrungen sein, die in deiner Kindheit, in deinem jugendlichen Alter vorgefallen sind, die dafür gesorgt haben, dass du einfach gewisse Schlussfolgerungen daraus gezogen hast, die dann meistens hochkommen, wenn wir uns in einen neuen Bereich vorwagen. Und ich sag dir, das kann immer wieder passieren. Das kann sein, wenn du an den nächsten Karriereschritt denkst, wenn du auf einmal einen neuen Bereich übernimmst, den du vielleicht vorher nicht bespielt hast. Einfach, wenn so eine neue Komponente da ist oder du vielleicht auch einfach deine Komfortzone verlässt. Und dann kommen meistens diese, ja, man kann sagen, Old Devils oder New Devils, also diese Dämonen oder was ich heute auch gehört habe, war ein ganz tolles Wort in einem Kennenlerngespräch für Empower Me, die Taschenmonster. Und die zeigen sich dann. Und so war es auch bei mir, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass ich in Richtung Selbstständigkeit gehen möchte. Und die habe ich einfach bearbeitet. Du kannst die bearbeiten, du kannst deine Glaubenssätze verändern, du kannst auch deine Vergangenheit in einem anderen Licht wahrnehmen und daraus Kraft ziehen. Und das habe ich getan. Und es war unfassbar wichtig für mich, um mich dann wirklich ganz gezielt meiner Zukunft zuzuwenden. Und wenn du dich deiner Zukunft zuwendest, dann gibt es noch so ein paar Themen, die da sichtbar werden können, sogenannte Schattenthemen. Das sind Themen, bei denen wir irgendwann mal in unserer Entwicklung gelernt haben, dass sie nicht sicher sind, die zu äußern. Und das ist bei mir natürlich auch hochgekommen, als ich mein eigenes Ding machen wollte. Kannst du dir vorstellen, wenn du deinen eigenen Traum verfolgst, wenn du deine Ziele verfolgst, wenn du für dich persönlich losgehst und auch wenn du in deine Power kommst, dann kann das auf einmal so sein, dass da solche Schattenthemen hochkommen wie sei nicht so egoistisch oder auch nicht so ehrgeizig oder es geht ja gerade nur um dich selbst. Und das waren dann auch Themen, die ich bearbeiten durfte, weil ehrlicherweise ist es der Wunsch unserer Persönlichkeit, einer jeden Persönlichkeit, alle Facetten ausleben zu können. Und zu allen Facetten gehört eben auch, dass du alle Charaktereigenschaften, alle Werte, alle ja, Qualitäten, ist glaube ich noch ein ganz schönes Wort, ausleben darfst. Und das kann auch der Egoismus sein und das kann auch der Geiz sein oder das kann auch ein Thema sein wie laut zu sein, Raum einzunehmen oder auch zickig zu sein. Und ja, und dann habe ich mich auch diesen Themen zugewendet, den Schattenthemen, die ich ja wirklich gebraucht habe, auszuleben, um diesen eigenen Traum, um dieses eigene Ziel weiter zu verfolgen. Es war für mich richtig, richtig wichtig, für mich einzustehen. Und zu lernen, dass manchmal es eben auch wichtig ist, egoistisch zu sein. Und dass das nicht was Negatives ist, sondern dass es wirklich in gewissen Situationen dran ist,
wenn du dein eigenes Ding machen möchtest, wenn du was starten möchtest, weil es wirklich vollen Fokus braucht, weil du für dich da sein musst, weil du ja gewisse Dinge auch einfach anders priorisieren darfst, wenn es darum geht. Und das habe ich getan. Ich habe mich auch diesen Themen zugewendet. Und nach hatte ich wirklich so eine genaue Vorstellung davon, was ich eigentlich machen möchte, was ich gerne erreichen möchte. Und dann darfst du dich auch damit auseinandersetzen, wer du eigentlich auf dieser Reise wirst. Und das habe ich auch getan. Denn ja, mein Ziel war dann wirklich, dieses Unternehmen zu starten, in die Selbstständigkeit zu starten. Und ich habe es ja eingangs schon mal kurz erwähnt, dass ja, ich keine Vorbilder oder keine Menschen in meiner engeren Umgebung hatte, die schon mal in den Bereich Unternehmertum, Gründung, was Eigenes starten vorgedrungen sind. Und dementsprechend war ich da wieder die Erste. Und ja, durfte mich einfach dann auch wieder damit auseinandersetzen, was macht es eigentlich mit mir? Wie möchte ich diese Rolle der Unternehmerin, wie möchte ich diese neue Seite an mir füllen, mit Leben füllen? Wie sieht es denn aus? Und wie möchte ich sein? Wie ist so mein nächstes Level? Wie verhält sich eine Unternehmerin? Wie denkt eine Unternehmerin? Welche Entscheidungen trifft eine Unternehmerin? Und das habe ich auch einmal festgehalten und mich damit verbunden und ja, wirklich mal geguckt, was bedeutet das eigentlich für mich? Und vielleicht, ne, da kommen ja auch wieder dann neue Konditionierungen und Glaubenssätze hoch. Wie sind Unternehmerinnen oder Unternehmer? Wie wird über die gesprochen? Ja, auch da kriegen wir, glaube ich, in ganz vielen Filmen auch immer ja, vermittelt, welches auch negative Bild darüber herrscht. Und das ist natürlich was, was wir nicht in Verbindung mit uns selbst bringen wollen. Und deshalb durfte ich auch dieses Bild, einmal dieses Schattenthema, ne, was geht denn mit Unternehmern einher? Und dann aber eben auch, wie möchte ich das gerne füllen? Wie möchte ich sein als Selbstständiger, als Unternehmerin? Und was bedeutet das eigentlich für mich? Und dann durfte ich mich auch wirklich ganz gezielt damit auseinandersetzen, welche Werte möchte ich leben? Das hat mir sehr, sehr geholfen, um neben diesem Konstrukt meiner Identität als Unternehmerin eben auch einen, ja, wie so einen Entscheidungskompass zu haben. Nach welchen Werten möchte ich das leben? Welche Werte sind für mich wirklich funktional und unterstützen mich in dieser Rolle? Und auch darauf bin ich dann gekommen und habe Werte festgelegt. Und damit einherging natürlich auch, dass ich mich mit dem Thema Money Mindset beschäftigt habe, weil allein in dieses Coaching zu investieren, war für mich damals ehrlicherweise ein großes Thema, weil ich damals, das war mein erstes Investment in ein Coaching, einfach noch nicht fassen konnte oder ja, einfach nicht verstanden habe, welcher Wert dahinter steckt und was dadurch möglich wird. Und ich bin froh, dass ich mich im Zuge dessen auch mit dem Thema Money Mindset beschäftigt habe, wie ich über Geld denke, wo mich meine Einstellung über Geld noch zurückhalten lässt, wo ich gewissen Wert vielleicht noch nicht so richtig anerkenne, wo ich ja, dem Thema Geld einfach eine ganz, ganz große Bedeutung gebe, die eigentlich nicht wirklich wichtig oder richtig ist. Und auch, wo ich auch aus meiner Kindheit und aus der Art und Weise, wie ich geprägt wurde, über Geld denke. Und auch da, gerade wenn es um das Thema Unternehmertum geht, um die eigene Gründung, darf man sich auch das Thema Money Mindset anschauen. Weil sonst hatte ich Money immer am Arsch, wie man so schön sagt. Und bestimmt, was du tust und was du nicht tust. Und das war für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich mir angeschaut habe. Und das war ein Prozess, den ich eben dann 2018, 2019 durchlaufen bin. Und anschließend bin ich auf eine Veranstaltung gefahren,
Das war im April 2019 müsste das gewesen sein. Da bin ich nach London gefahren und bin auf ein Event von Tony Robbins damals gegangen. Und das Event hieß Unleash the Power Within, UPW. Es waren 4 Tage. Und nachdem ich eben in diesem ersten Coaching-Prozess, den ich durchlaufen bin, für mich schon, ja, so die Richtung festgehalten habe, ja, ich möchte in eine Gründung, habe ich dann auf dieser Veranstaltung wirklich tiefgreifende Entscheidungen getroffen, dass ich das wirklich angehe, dass ich das direkt angehe, dass ich es nicht mehr weiter vor mir herschiebe, dass das nicht so eine Kopfsache bleibt. Ich denke immer wieder drüber nach und ich spreche mit Leuten drüber, sondern dass ich wirklich in die Umsetzung gehe. Und das war so wertvoll, denn im darauffolgenden Jahr habe ich all das umgesetzt. Man muss sagen, auf UBW, auf diesem Event, habe ich 2 große Entscheidungen getroffen. Das war einmal, dass ich wirklich das Thema Unternehmertum angehe und dass ich in die Selbstständigkeit starte. Und zum anderen war das, dass ich einen Marathon laufe. Und der stand für mich damals sinnbildlich dafür, dass ich mir Ziele setze und dass ich es erreiche. Und dieses Ziel war doch etwas groß gewählt damals. Denn ich war, wie gesagt, im April auf dieser Veranstaltung und ich habe mich zu einem Marathon angemeldet, der dann im September stattgefunden hat. Das war der auch hier in Karlsruhe, wo ich ja inzwischen auch wieder wohne. Und ich kann dir sagen, ich bin diesen Marathon nicht gelaufen. Ich habe hart trainiert. Es war natürlich super, super knapp. Also es waren ja knapp nur 5 Monate, die ich hatte, überhaupt zu trainieren. Und das ist schon knapp. Und dann bin ich zwischendurch aber auch noch einen Monat ausgefallen, weil ich eine Verletzung hatte am Knie. Und dann habe ich aber nicht aufgegeben. Ich bin wirklich dran geblieben bis zum letzten Moment. Und dieser letzte Moment war dann wirklich, dass ich einen 30 Kilometer Übungslauf hatte und danach mich gar nicht mehr bewegen konnte. Also wirklich mein Körper in so einen Notfallmodus geschalten hat. Und ich gemerkt habe, ich habe komplett, mein ganzer Körper schmerzt einfach nur. Ich komme nicht mehr klar. Und musste wirklich auch Tabletten nehmen, Schmerztabletten in dem Moment. Und dann habe ich mal angefangen zu googeln, wie das eigentlich so ist bei Marathonläufern, wie viele Leute da wirklich unter Einfluss von Schmerzmitteln laufen, weil ich mir einfach nicht vorstellen könnte, wie du in deiner natürlichen Konstitution und deiner natürlichen Kraft und so weiter so eine Strecke schaffst. Weil es haben ja immer noch 12 Kilometer gefehlt, hey. Ich bin ja nur 30 Kilometer gelaufen. Und dann habe ich so gelesen, okay, es laufen echt viele, viele Menschen unter dem Einfluss von Schmerzmitteln. Und dann war für mich klar, okay, das kann nicht mehr gesund sein. Und ich habe wirklich auch einfach gemerkt, mein Körper ist an krasse Grenzen gekommen. Und ich wusste einfach, ich kann in 2 Wochen, war das dann nach diesem Übungslauf, nicht diesen Marathon laufen. Und habe mich dann entschlossen, den nicht zu laufen. Und gehe natürlich aber trotzdem mit einem positiven Gefühl aus dieser Erfahrung. Weil ich bin dran geblieben, ich habe es durchgezogen, ich habe es überhaupt probiert. Und es hat mich auch, wie gesagt, nicht davon abgehalten, danach auch noch meine Gründung anzugehen. Das war ja das zweite Ziel, was ich mir auf dieser Veranstaltung wirklich ganz konkret vorgenommen habe. Und das ist dann 2020 gestartet. Vielleicht hast du es so ein bisschen mitverfolgt. Wenn ich da mal zurückschaue, dann war da für mich so der Mai 2020 so ein ganz besonderer Monat. Da bin ich nämlich mit meinem Instagram-Account rausgegangen und habe den gestartet. Wenn du willst, scroll auch mal so ein bisschen runter. Auch der Account und die Inhalte, die ich so teile, haben sich ganz schön verändert. Und ja, ich bin da gestartet und bin erstmal mit den Themen, bei denen ich einfach eine starke Expertise mitbringe, bin ich gestartet. Ich habe über Veränderungsmanagement gesprochen. Zu dem Zeitpunkt habe ich in der Beratung gearbeitet, habe Digitalisierungsprojekte begleitet und habe dann einfach darüber gesprochen, wie man Veränderungsprojekte gestalten kann. Und so kann man eins zum anderen. Ich habe dann über Agilität gesprochen und wie du ja auch in Teams eben Agilität verankern kannst, was Design Thinking ist. Ich habe darüber gesprochen, wie sich Teams weiterentwickeln. Zu dem Zeitpunkt und in dem Jahr war es natürlich ganz, ganz wichtig auch, dass Remote-Teams gut funktionieren. Und auch darüber habe ich gesprochen und über meine Erfahrungen. Und irgendwann in diesem Jahr gab es von meinem damaligen Arbeitgeber
das Angebot, ein Sabbatical zu machen. Und ja, für mich hat sich das wie so eine perfekte Entwicklung dann gezeigt. Also ausgehend von, ich baue mir eine Sichtbarkeit auf, ich spreche über die Themen, die mich begeistern und die ich liebe, und dann über zu, okay, jetzt wird mir auch noch ein Angebot gemacht, in meiner Anstellung in ein Sabbatical zu starten und diese nebenberufliche Selbstständigkeit einfach mal auszutesten. Wie ist es eigentlich, nach draußen zu gehen, deine eigenen Produkte zu kreieren und Kunden zu helfen und für dich und deinen eigenen Namen einzustehen? Und dann habe ich das gemacht. Und so wurde dieses Ziel und dieser Traum immer fassbarer und realisierbarer. Und ich habe diese Entscheidung getroffen, ne? Das kannst du dir jetzt auch so vorstellen. Das ist einfach ein Prozess, den du durchläufst, auch in deiner Anstellung. Du meldest ein Interesse an, ne? Du bekommst am Ende auch wirklich eine Art Vereinbarung, eine Art Vertrag vorgelegt, den du unterschreibst, dass du eben in der Zeit nicht in dieser Anstellung bist. Und als ich das unterschrieben habe, ist eine ganz spannende Sache passiert, denn es gab so eine Woche, ich glaube so im Juli habe ich entschieden, dass ich das mache, dass ich im Oktober in dieses Sabbatical starte, und im August gab es eine Woche, da sind bei mir, ja, wie soll ich das beschreiben, alle Sicherungen durchgebrannt, trifft es glaube ich ganz gut. Ich bin wirklich in den absoluten Panikmodus abgerutscht, weil es auf einmal so konkret wurde, dass ich in dieses Sabbatical starte, dass in mir ganz viele Ängste hochgekommen sind. Von ich bin nicht gut genug, ich bekomme keine Kunden, ich bekomme jetzt im Außen den Beweis geliefert, dass ich nicht gut genug bin und dass ich keine Unternehmerin bin und dass ich da nicht dazugehöre und dass das nichts wird und dass ich scheitere. Und ja, und in dieser Woche, ich sehe es noch echt so bildlich vor mir, wie ich auch hier gegenüber, da steht so der Esstisch, und zu dem Zeitpunkt habe ich an dem Tisch gearbeitet, ich da wirklich regelmäßig in Tränen ausgebrochen bin. Und du musst dir vorstellen, es war an sich eine sichere Umgebung für mich, denn ich hatte meine Anstellung, ich war einfach für 3,5 Monate einmal freigestellt, ich war raus aus der Anstellung und danach hätte ich aber wieder Vollzeit zurückkommen können. Es war part of the deal. Und allein dieser Gedanke, ich gehe jetzt los und ich zeige mich und ich biete da was an, hat so tiefe Ängste in mir getriggert. Das war wirklich so spannend zu beobachten, und es war aber auch wirklich natürlich nicht einfach, damit umzugehen. Und ich hatte Gott sei Dank auch aus den Coachings zuvor einfach schon Tools an der Hand, damit umzugehen. Und natürlich auch durch meine eigenen Ausbildungen, wie die Emotional Freedom Technik, also eine Klopftechnik, die ich dann dafür ganz, ganz intensiv genutzt habe, um mit den Ängsten umzugehen. Aber natürlich auch wirklich so Sicherheitsanker und auch, ja, Menschen in meiner Umgebung, die mir Sicherheit gegeben haben, wie mein Partner, bei dem ich in dieser Woche wirklich regelmäßig einfach heulend und plärrend wie ein kleines Baby auf dem Schoß saß, weil das wirklich, das war wirklich intensiv, diese Angst. Und auch da merkt man natürlich immer wieder, wie irrational solche Ängste sind. Ne, wenn ich da rational und sachlich drauf schaue, ich war in einer sicheren Umgebung, ich hatte mein festes Gehalt, selbst dieses Sabbatical war für mich bezahlt. Ich habe weiterhin Lohn bekommen, einen bestimmten Prozentsatz, ja. Es war sicher zu gehen, von außen betrachtet. Aber in mir hat alles verrückt gespielt. Und das sind eben auch diese Methodiken, die ich in diesem Moment genutzt habe, mich selbst zu halten, diese Emotionen zu regulieren, sind auch Dinge, die in Empower Me eingeflossen sind. Weil in Empower Me vereine ich all die Dinge, die sich für mich als super hilfreich, wirksam und wirklich als tiefgreifend transformieren gezeigt haben. Also ne, ausgehend von wirklich nochmal so eine Bestandsaufnahme zu machen. Denn ohne Wahrheit keine Klarheit. Du musst dir dein Leben anschauen, um am Ende wirklich Entscheidungen zu treffen. Und dann aber sich wirklich ganz intensiv mit mir selbst zu beschäftigen. Auf die Dinge, auf die ich stolz bin, auf die Dinge, die positiv im Leben gelaufen sind, aber eben auch auf die Dinge einzugehen, die nicht so gut waren.
aber auch sichtbar zu machen, was ich schon alles erreicht habe und was mich wirklich auszeichnet, in welchen Dingen ich gut bin. Und dann, wie ich gerade auch schon gesagt habe, so diese Themen, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, in einen Vergebungsprozess einzusteigen. Ja, die Vergangenheit auch wirklich loszulassen. Wenn wir uns immer wieder diese gleichen Geschichten erzählen, was in der Vergangenheit nicht gut war und wer uns alles wehgetan hat und wer uns verletzt hat, dann leben wir einfach die Vergangenheit immer weiter. Und die gilt es loszulassen, wenn du dich auf ein neues Ziel ausrichten möchtest. Und dann aber auch wirklich mal sich diese Schattenthemen anzuschauen und die Ängste, die hochkommen. Und dafür aber Tools an der Hand zu haben. Es ist mir super, super wichtig, dass du in diesem Prozess auch wirklich lernst, dich selbst zu halten. Eine Session oder ein Videoimpuls aus dem Programm heißt eben auch How to Hold Shit. Du musst dir vorstellen, auch die Kunden, die ich im Empower-Me-Programm begleitet habe, haben wahnsinnige Erfolge gefeiert, sind über sich selbst hinausgewachsen, haben ganz locker flockig Gehaltsverhandlungen geführt und haben ihr Gehalt wirklich um einiges gesteigert. Und gleichzeitig ist dieser Erfolg eben nicht Garant dafür, dass sowas nicht mehr passiert. Dass es nicht mehr passiert, dass dich jemand verletzt oder dass Dinge schief gehen. Das wird immer wieder passieren. Es wird immer wieder Erschütterungen geben. Es wird immer wieder Momente geben, wo du dich unsicher fühlst, wo ja einfach Emotionen hochkommen. Und dann gilt es darum, dass du die Tools an der Hand hast, dich selbst zu halten. Und dass du dann nicht immer wieder auf mich zukommen musst, das kannst du natürlich in gewissen Situationen, aber das musst du nicht. Ich möchte, dass du frei und selbstwirksam deinen Weg gehst. Und das ist mir das Wichtigste bei dem, auch der Titel sagt es ja auch, Empower Me. Es geht nicht darum, dass du abhängig wirst oder dich nur noch durch gewisse Coaching-Sessions selbst führst. Das Wichtigste ist, dass du dich selbst führen lernst, auch durch schwierige Zeiten. Und dafür bekommst du bei Empower Me die Tools an die Hand, um damit wirklich umgehen zu können. Und ja, wenn wir jetzt nochmal die Story so ein bisschen rund machen, wo wir herkommen, 2018 habe ich wirklich die Entscheidung getroffen, dieses Coaching zu starten. 2019 habe ich dieses Coaching durchlaufen, bin kurze Zeit später zu Tony Robbins gegangen, habe die Entscheidung wirklich getroffen und bin in die Umsetzung gegangen. 2020 ging es dann damit los mit dem Instagram-Account. Ich habe da jetzt wirklich, ich bin da drüber gegangen, so ein bisschen mit größeren Schritten, aber alleine da auch sichtbar zu werden, mich zu zeigen, war natürlich ein Riesenthema. Und ja, jetzt eben im Anfang 2023 haben wir jetzt schon, wirklich zu sagen, ich habe ein erfolgreiches Business aufgebaut und kann jetzt auch andere Menschen dabei unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen, Entscheidungen zu treffen, für sich Klarheit zu finden, Grenzen zu setzen. Ultra wichtiges Thema. Und ja, und dabei auf diesem Weg hin zu mehr Klarheit, die Entscheidungen zu treffen, sich Ziele zu setzen und auch zu erreichen, eben auch alles aufzulösen, was einen irgendwie hindert oder zurückhält. Seien das Glaubenssätze, seien das Erfahrungen, die dich einfach noch beschäftigen, die dich zurückhalten lassen. Seien es Schattenthemen, einfach Worte, Bezeichnungen, Trigger, die auf dem Weg passieren, die dich beschäftigen. Und ja, dann dich wirklich einfach ganz konkret mit deinen Zielen, mit den Details zu deinen Zielen auseinanderzusetzen und sie umzusetzen. Und das auf eine Art und Weise, die zu dir persönlich passt, anhand deiner Werte. Und ich glaube, du hörst es schon so ein bisschen raus und vielleicht hörst du ja auch meinen Podcast schon ein bisschen länger und hast vielleicht auch die Interviews mit meinen Kundinnen schon so ein bisschen verfolgt und hast da Einblicke bekommen. Jede Einzelne ist in das Coaching gekommen mit einem ganz unterschiedlichen Thema, mit einem ganz individuellen Thema, einem Ziel, was sie sich selbst gesteckt haben. Das war bei den einen vielleicht mehr Klarheit oder überhaupt mal wieder ein Ziel im Leben zu haben. Bei den anderen war das vielleicht ganz konkret, diese Reise hin zu einem neuen Job zu begleiten. Oder eben auch erste Schritte in Richtung Selbstständigkeit zu gehen, so wie ich das ganz persönlich für mich genutzt habe. Und das sind alles Themen, die du mit in Empower Me bringen kannst, die du bearbeiten kannst. Und
Ich freue mich total, dass es jetzt schon kommende Woche losgeht, am 16. Also eigentlich jetzt in diesem Moment, jetzt wo ich hier gerade spreche, ist es 20.01 Uhr. Und ja, nächsten Montag um 20 Uhr starten wir die Kickoff-Session. Da geht es vor allem darum, dass ich die Gruppe kennenlernen kann. Es sind schon 4 fantastische Teilnehmerinnen dabei. Unter diesen Teilnehmerinnen ist auch diesmal ein Mann, was mich extrem freut. Und ja, ich freue mich einfach total drauf, diese individuellen Geschichten und Entwicklungen zu begleiten und einfach wieder zu beobachten, was möglich ist. Und ich hoffe, dass dir diese Geschichte auch so ein bisschen Mut macht, dass du einen Gedanken, ein Ziel, einfach die Dinge, die du vielleicht eh schon in so kleinen Samen in dir spürst, dass du denen mehr Raum gibst und sie zulässt. Weil in diesem Coaching, du wirst es sehen, wenn du dabei bist, da sind einfach Menschen, die dich unterstützen, die dich empowern, die dir Mut machen, deinen eigenen Weg zu gehen. Und dafür stehe ich. Dafür steht Empower Me und dafür steht auch die Arbeit mit meinen 1:1-Kunden oder eben auch mit meinen Firmenkunden, wenn ich mit Teams arbeite. Da geht es darum, die Menschen zu empowern, denen Kraft zu geben, denen mehr Raum zu geben, sich entfalten zu können, zu wachsen, über sich selbst hinauswachsen. Und ja, wenn du einfach merkst, hey, ich hätte Bock, genau das zu tun, in einer Gruppe von Gleichgesinnten über mich selbst hinauszuwachsen, ein Ziel zu setzen, damit weiterzugehen, mir selbst einfach den Raum zu geben, zu wachsen, für mich selbst einzustehen und ja, mir auch einfach das zu gönnen, einfach mal für mich etwas zu tun. Das war für mich auch ein ganz großer Teil dieses Prozesses, für mich selbst einzustehen. Und wenn du darauf Bock hast, dann melde dich gerne bei mir. Wie gesagt, in einer Woche geht es schon los. Am 16. starten wir. Es findet dann ja grob in einem zweiwöchentlichen Rhythmus. Ich glaube, an Ostern ist es so, dass es einmal eine Woche verschoben ist. Aber ansonsten ist es so in einem zweiwöchentlichen Rhythmus, dass die Live-Sessions stattfinden in der Gruppe. Das sind jeweils 2 Stunden. Da wird es immer einen Input geben, da wird es immer Interaktion geben, da wird es immer ganz viel Raum für Austausch geben. Ich werde auch immer eine Meditation und eine Visualisierung anleiten. Wenn du vielleicht in meinen bisherigen Workshops warst, bist du da schon in den Genuss gekommen. Ansonsten kannst du auch gerne mal den Ziele, Träume und Visionen-Workshop noch nachschauen. Da gibt es eine Aufzeichnung, die du erwerben kannst. Da kriegst du, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, wie ich diese Sessions anleite. Und ja, daneben gibt es noch Q&A-Sessions, da geht es auch wirklich ganz konkret darum, deine Fragen zu bearbeiten, aber eben auch da zu gucken, was hält dich noch zurück, wo stehst du vielleicht gerade, wo gibt es einfach Themen, die noch unklar sind, dafür haben wir ganz viel Raum. Und auch da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Input zu den Fragen der anderen Teilnehmerinnen zu geben. Und ja, ich würde mich einfach freuen, wenn du für dich die Entscheidung triffst, für dein Ziel loszugehen, zu wachsen und ja, einfach merkst und siehst, dass es auch für dich möglich ist. Weil das war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die ich auf dem Weg gemacht habe, die ich mir lange Zeit nicht erlaubt habe, wo ich lange Zeit gedacht habe, alle anderen schaffen das, aber ich nicht, weil, findet man ja immer Gründe. Und ich glaube, mit dieser Erkenntnis ist es auch für mich möglich. Und ich kann mich auch meinen Zielen, meinen Träumen zuwenden und es mir möglich machen. Das ist ein ganz wichtiger Grundstein. Ich hoffe, dass dir dieses Live einfach noch ein paar Einblicke gegeben hat in Empower Me. Wenn du möchtest, buch dir gerne noch ein Kennenlerngespräch. Da können wir letzte Fragen klären, da können wir auf deine persönliche Situation schauen. Da können wir schauen, ob das Programm das Richtige ist zu dem, was du dir vornimmst. Und ansonsten findest du aber auch den Link in meiner Bio, um direkt dabei zu sein und direkt zu buchen. Auch darüber freue ich mich natürlich. Und ja, wenn du im Nachgang noch Fragen hast, kommentiere hier gerne unter dem Video oder schreib mir auch eine Direktnachricht. Auch da ist es möglich, einfach noch in Austausch zu gehen. Und ich freue mich, wenn du für dich und deine Ziele losgehst, voller Kraft in dieses Jahr startest.
Und ja, ich freue mich, von dir zu hören. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einer Woche, wo Empowering schon startet. Genau. Also, bis zum nächsten Mal.